Das Vorwort des Sohnes Christian. Begeisterungsfähigkeit, Genauigkeit und Ausdauer waren Wesenszüge meines Vaters und die Voraussetzungen dafür, dass er die in diesem Buch abgebildeten Naturstudien schaffen konnte. Sein scharfer Blick für das, nicht nur grafisch Wesentliche, auch an scheinbar unbedeutenden Dingen und sein zeichnerisches Talent ermöglichten ihm, dies mit einer Aussagekraft umzusetzen, wie es fotografisch nicht erreichbar ist. Ein Samen, eine Blüte oder ein Fruchtstand waren für meinen Vater kleine Kunstwerke, die, unter der Lupe betrachtet, zu etwas Großem wurden, das er grafisch umsetzte. Dabei bediente er sich keiner Veränderung, keiner Verstärkung, keiner Abschwächung, keiner Verfremdung und keiner Übermalung, sondern bloß der streng naturalistischen Darstellung der Wirklichkeit. Seine Absicht war es nicht, grafische Kunstwerke zu schaffen, er wollte den Blick des Betrachters ausschließlich auf die dargestellte Pflanze und das Wunder der Wirklichkeit lenken. Trotz der fehlenden Absicht wurde aus jedem einzelnen Blatt und auch aus der Gesamtheit der Blätter Kunstwerke, die auch den botanisch nicht interessierten Betrachter berühren und zum Nachdenken anregen. Das äußere Leben meines Vaters war geprägt von einer geborgenen Kindheit, schrecklichen Kriegserlebnissen, einem nicht immer erfüllenden beruflichen Umfeld und einer glücklichen Familie. Seine Interessen waren neben der Natur vor allem Dichtung und Grafik. Ihn faszinierten einerseits die Höhepunkte jeder Epoche, also die Klassik im weitesten Sinn, aber auch Sprachwitz und Kleinkunst. Er war ein universeller Sammler und in vielem, vor allem in seinen Gedichten, bewusst unzeitgemäß. Er hat für sich und die anderen Qualitätsmaßstäbe gesetzt, die nicht leicht erfüllbar waren und die ihm vielleicht auch den Blick auf manches, was für andere möglicherweise auch von Bedeutung ist, verstellt haben. Moden, Zeitgeistiges und Oberflächlichkeit waren ihm gleichgültig und fremd. Ein gotischer Flügelaltar oder eine Symphonie von Anton Bruckner begeisterten ihn ebenso wie der morgendliche Blick von einem einsamen Berggipfel oder der Anblick einer Orchidee beim Zeichnen auf seinem Schreibtisch. Die in diesem Buch abgebildeten Naturstudien sind Teil der Weltsicht meines Vaters, die er selbst in einem Vierzeiler so festgehalten hat. Der Geist ordnend weilet am Blatt und am Steine, und alles erteilet, damit es sich eine. Im Teil herrscht das Ganze, um Großes kreist Kleines, Mensch, Tier, Stein und Pflanze, und alles ist eines. Bernhard Schubert sagt 2017 in dankbarem Gedenken Folgendes: Im Jahr 1985 kam ich erstmals in die vom Pionier der Erforschung österreichischer Orchideen, Walter Voeth,
geleitete Wiener Niederösterreichische Arbeitsgemeinschaft für heimische Orchideen. Dort lernte ich Helmut Kuhn kennen und es ergab sich, dass wir in den Jahren 1986 bis 1991 zahlreiche gemeinsame Orchideenexkursionen unternahmen und uns dabei auch durch andere gemeinsame Interessen näher kamen. Bei oftmaligen Besuchen bei ihm und seiner Gattin Felicitas, auch sie eine Künstlerin, die hunderte Kinderbücher illustriert hat, durften meine Frau und ich von der universellen Bildung des großartigen Grafikers der kleinen Dinge und glänzenden Formulierers profitieren und lernen. Es war immer wieder beglückend, wenn er uns mit Begeisterung eine seiner etwa 200 Sammlungen präsentierte. Die Familie, neben seiner Gattin und seinem Sohn Christian, die Schwiegertochter Andrea und deren Kinder Lukas, Johannes und Anna, ging ihm über alles. Mit großväterlichem Stolz berichtete er häufig über seine Enkel, ihre Abenteuer und originellen Äußerungen. Helmut Kuhn, das heißt für mich Bewunderung, Staunen, Freude, Dankbarkeit und jetzt leider auch Wehmut über den großen Verlust. Er öffnete uns die Augen für die Wunderwelt der botanischen Abbildungen, beginnend mit den sogenannten Kräuterbüchern am Anfang des Buchdrucks über die Prachtwerke von Basilius Besler, Nikolaus Joseph von Chacun, Pierre-Joseph Redouté und vielen anderen bis zu den fundamentalen Orchideenmonographien von Heinrich Gustav Reichenbach, Max Schulze und Erich Nelson. Beruflich wohl nicht immer glücklich, waren seine Naturstudien für ihn Ausgleich, Befriedigung und Erfüllung.
Dabei hat sich sein Interesse immer mehr auf die Orchideen konzentriert, denen bis ins 19. Jahrhundert noch nicht ihre heutige Sonderstellung innerhalb der heimischen Flora zugemessen wurde. Besonders erfreulich ist es, dass nun erstmals auch die 108 großen und die 36 kleinen Orchideenblätter von Helmut Kuhn im Druck erscheinen können und sich damit würdig in eine große Tradition einreihen. Helmut Kuhn selbst sagt Folgendes: Das Wunder einer aufblühenden Passionsblume in einem blumenliebenden Elternhaus und die Orchideen in der landschaftlich schönen Glocknitzer Umgebung gehören zu meinen bleibenden Kindheitserinnerungen. "1982 hatte ich die im Jahre 1976 begonnene Arbeit Blüten, Früchte, Samen fertiggestellt. Von den 3x36 Blättern im Format 10,5x14,8 cm zeigten 36 Blätter Orchideen. Als mir unser alter Freund Professor Dr. Karl Jelusic, ein Neffe des Schriftstellers Mirko Jelusic und Deutschlehrer unseres Sohnes Christian am Waser-Gymnasium Wien 9, am 8. Juni 1982 mitteilte, dass er in einem Föhrenwald bei Soos den von mir seit langem vergeblich gesuchten violetten Dinkel gefunden habe, war das für mich der Anlass, eine neue Reihe heimische Orchideen im Format 21x14,8 cm anzufangen.
Die 1982 begonnene Arbeit konnte ich 1988 fertigstellen. 1989 und 1991 folgten noch einige kleinere Ergänzungen. An den 108 Blättern dieser Reihe mit rund 350 Einzelabbildungen zeichnete ich an 336 Tagen insgesamt 1691 Stunden. Die Urlaubswochen der Jahre 1980 bis 1988 verbrachten meine liebe Frau und ich in Annaberg, dessen schöne Umgebung besonders orchideenreich ist. Zu großem Dank bin ich meinem Orchideenfreund Magister Bernhard Schubert verpflichtet, der seit Jänner 1989 als Nachfolger von Herrn Walter Voeth die Wiener Niederösterreichische Arbeitsgemeinschaft für heimische Orchideen leitet. Magister Schubert, der mich zu zahlreichen, teils weit entfernten Orchideenstandorten in seinem Wagen mitgenommen hatte, verdanke ich Pflanzenmaterial, das mir als Vorlage für rund 50 Abbildungen der insgesamt 350 Zeichnungen diente. Alle Abbildungen sind 1:1 in natürlicher Größe auf Schöllershammer Karton glatt mit Bleistift Härte 5H bzw. 6H gezeichnet. Gemalt habe ich mit Schminke Aquarellfarben. Infolge Problemen beim beidseitigen Sehen habe ich alle Abbildungen mit Hilfe einer Lupe gezeichnet. Die genauen Maße wurden jeweils mit einem Stechzirkel 1:1 von der Pflanze auf das Papier übertragen. Das Datum gibt nicht den Tag des Fundes, sondern den Tag, an dem die Pflanze gezeichnet wurde, an. Die Zahl am linken unteren Bildrand gibt die Reihung der einzelnen Blätter in botanisch richtiger Folge an.